Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Es ist der 25. Februar 2022. Und in normalen Zeiten hätten wir jetzt fröhlich und gut gelaunt über den Straßenkarneval gesprochen. Der Krieg in der Ukraine überlagert nun natürlich alles. Die Entrüstung und das Unverständnis über das, was der russische Präsident in Gang gebracht hat, ist groß. Das sagte heute der Kölner SPD-Politiker und Gesundheitsminister Karl Lauterbach in Berlin. Die Welt hat wirklich Besseres zu tun, als sich mit den Großmachtfantasien von Putin zu beschäftigen. Wir müssen den Klimawandel bekämpfen, wir müssen die Pandemie bekämpfen, wir müssen neue Pandemien verhindern. Ich finde es einfach schlicht und ergreifend bestürzend, narzisstisch und in keiner Weise akzeptabel. Berichtet wird über Raketenbeschuss und über Kämpfe vor Kiew. Nichts deutet im Moment auf eine Entspannung hin. Heute in Stadt mit K, Krieg und Karneval, kann man das Leben feiern, wenn andernorts Menschen sterben. Protest auf der Straße, der Rosenmontagszug wird zur Demonstration. Flucht und Vertreibung, die Stadt bereitet sich auf Flüchtlinge aus der Ukraine vor. Schlagzeilen. Das Kölner Landgericht hat einen katholischen Pfarrer wegen sexuellen Kindesmissbrauchs zu 12 Jahren Haft verurteilt. Die Anklage war während des Prozesses auf 118 Tatvorwürfe erweitert worden, weil sich neue Opfer gemeldet hatten. Obwohl den Verantwortlichen des Erzbistums Köln immer wieder Vorwürfe und Gerüchte gegen den Pfarrer zugetragen wurden, erhielt er stets aufs Neue die Gelegenheit, mit Kindern allein zu sein. Amtsträger des Erzbistums Köln haben in dem Prozess jede Mitverantwortung bestritten. Weiberfastnacht war es weitgehend ruhig und aus Sicht der Ordnungskräfte entspannt. Es seien weit weniger Menschen als in den Jahren vor Corona unterwegs gewesen, bilanziert die Stadt. Voll sei es lediglich im Bereich der Zülpicher Straße gewesen. Bei der Überprüfung von Lokalen auf die Einhaltung der verschärften Corona-Zugangsregeln habe es keine einzige Beanstandung gegeben. Insgesamt seien 62 Gastronomiebetriebe überprüft worden. Bei einem Einsatz des Ordnungsamtes im Studentenviertel ist ein Mitarbeiter der Stadt schwer und 2 weitere Mitarbeiter leicht verletzt worden. Mehrere Frauen hatten um Hilfe gebeten, weil sie sich sexuell belästigt fühlten. Der Beschuldigte prügelte auf die Ordnungskräfte ein, eines seiner Opfer musste ins Krankenhaus. Die Stimmungslage an Weiberfastnacht aber auch jetzt ist angesichts der Entwicklung in der Ukraine kompliziert. Zahlreiche Karnevalsveranstaltungen sind abgesagt worden, andere finden jedoch statt. Der Karneval zeigt, was er kann und welche Kraft er auch in sehr ernsten Lagen entwickeln kann. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen. Fastelovend. Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine wird aus dem eigentlich ja abgesagten Kölner Rosenmontagszug durch die Innenstadt nun eine Friedensdemonstration. Die Route, die der Zug in einem normalen Jahr gegangen wäre, ist von Kölns Karnevalisten als Demo-Route für Montag bei der Polizei angemeldet worden. Man zieht vom Klotwigplatz zum Dom. Die Initiativen Köln stellt sich quer und die AGR Schuh rufen zusammen mit dem Festkomitee dazu auf, mitzumachen. Es könnte ein Protestzug werden, wie ihn die Stadt noch nie erlebt hat. Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn. Wir alle stehen für Freiheit, für vor allen Dingen Frieden, für Frieden in der Welt und für Frieden vor allen Dingen auch hier in Europa. Und deswegen ist es ganz wichtig, ein Statement für den Frieden in Europa zu setzen. Und wie kann man das besser machen als mit einer tollen, bunten, lauten, großen Demonstrationen, zu der alle in Köln eingeladen sind, hier am Rosenmontag in unserer Stadt, um hier die komplette Stadtgesellschaft zu mobilisieren und hier ein Statement zu setzen für Freiheit, Menschenrechte und vor allen Dingen für den Frieden. Um 10 Uhr am Rosenmontag geht es am Klotwigplatz mit einer kleinen Kundgebung los. Protest, Politik und Karneval. Das kann also durchaus zusammenpassen. Für Rosenmontag ist eine Entscheidung gefallen, für die es wohl von allen Seiten Lob geben wird. Aber was heißt die aktuelle Lage für die vielen Karnevalsveranstaltungen, die da noch auf dem Programm stehen? Manches wird abgesagt, so wie das Finale von Los Ma Singe, das eigentlich am Sonntag als Online-Streaming zusammen mit dem Kölner Stadtanzeiger in die Welt geschickt werden sollte. Das würde nicht mehr passen. Andere Veranstalter ändern ihr Programm.
So zum Beispiel die Freunde und Förderer des kölnischen Brauchtums. Die sind für den alljährlichen Sternmarsch verantwortlich, diese wunderschöne, stimmungsvolle Veranstaltung, die traditionell am Karnevalsfreitag stattfindet. In diesem Jahr gab es wegen Corona ohnehin schon verschiedene Veränderungen. Jetzt haben die Verantwortlichen noch einmal intensiv diskutiert und alles abgewogen. Dazu Benedikt Konin, Sprecher der Freunde und Förderer des kölnischen Brauchtums, der den Sternmarsch am heutigen Freitagabend auch moderiert. Jeder geht natürlich mit dieser Situation anders um. Und jegliches Verhalten oder jegliche Perspektive ist natürlich auch in dieser Situation legitim. Wir als Freunde und Förderer haben aber überlegt und sind der Auffassung, dass der Karneval gerade in diesen Zeiten quasi eine wichtige Rolle zukommt, indem er ja ein Stück weit auch natürlich als Friedensbewegung verstanden werden kann. Die Werte, für die der Karneval steht, Freiheit und vor allen Dingen auch Gemeinschaft und vielleicht auch Frieden, müssen natürlich verteidigt werden. Und dieses urkölsche Motto Jeklos Jekelans hat natürlich in diesen Zeiten dann einen besonderen Stellenwert. Und deshalb glauben wir, dass es gerade wichtig ist, auch in diesen Zeiten quasi zusammenzustehen und den Sternmarsch gemeinsam zu feiern. Wir werden das natürlich ein bisschen leiser machen als sonst und natürlich auch ein bisschen stiller. Das Programm wurde geändert. Es gibt nicht nur Musik, sondern auch einen kleinen Vortrag des Karnevals- und Brauchtumsexperten Wolfgang Oelsner. Der Psychotherapeut und Autor hat die Kraft des Karnevals in vielen Büchern und Texten beschrieben. Und das sagt er uns heute. Uns allen ist mit den Ereignissen vom Donnerstag gehörig was in die Knochen gefahren. Die Traumatherapie empfiehlt einige Faustregeln und drei will ich nennen, die treffen auf unseren Karneval zu. Erstens, tue nicht nichts. Decke über dem Kopf und sich verstecken bringt nichts. Wer jetzt im kleinen Kreis was macht alternativ, macht genau das Richtige. Er tut nicht nichts. Zweitens, suche die Gemeinschaft. Bleibe nicht alleine. Das tun die, die sich in diesen Tagen treffen. Und drittens, sprich drüber. Ja, erzähle es, was dich bewegt. Und wenn uns die Worte fehlen, dann haben wir in unserer Brauchkultur Karneval unter anderem durch das Liedgut wunderbare Begriffe, die genau das ausdrücken, wie uns zumute ist. Wenn wir ein Lied der Föß singen, mir kläve am Läve, dann ist da alles drin, was unser Gefühl zurzeit ausdrücken mag. Und wir sehen darin den Unterschied zwischen einem Event und einer Brauchkultur. Event ist, bitte ohne Wertung, aber es ist eine Eintagsfliege. Bräuche haben ein Vorher und ein Nachher. Die Lieder, die gibt es schon. Wir greifen jetzt auf sie zurück und empfinden sie jetzt in dem Moment als sehr passend. Das ist die Kraft einer Brauchkultur. Reingehört. Auch unsere Wochentester reagieren in ihrer aktuellen Folge auf die Ereignisse in der Ukraine. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sprechen mit Gregor Gysi, dem außenpolitischen Sprecher der Linksfraktion im Bundestag. Und wer da Verständnis für Russland erwartet, wird eines Besseren belehrt. Es fing schon an mit der völkerrechtswidrigen Anerkennung dieser beiden sogenannten Volksrepubliken und jetzt mit Luftangriffen auf die gesamte Ukraine, einschließlich Kiew. Das ist völlig indiskutabel. Jetzt habe ich null Verständnis. Das hätte er niemals tun dürfen. Wir müssen wieder zurückkehren, ich weiß im Augenblick nur nicht wie, zu Diplomatie, Interessenausgleich und Völkerrecht. Das habe ich immer gesagt, hat auch der Westen verletzt, aber das ist ein ganz anderes Thema. Das ist jetzt wiederum schlimm verletzt worden, diesmal durch Russland. Und ich glaube, dieser Weg zurück zur Diplomatie, Interessenausgleich und Völkerrecht kennt keine Alternative, es sei denn, wir kommen wirklich zu einem Weltkrieg. Aber das ist nur das Allerletzte. Den Podcast Die Wochentester hören Sie überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich über unsere Homepage ksta.de. Und das sagt Gregor Gysi über Wladimir Putin. Ich hoffe, dass natürlich die Reste seines Verstandes noch vorhanden sind. Das ist heute ein schwarzer Tag für Europa und die Welt. Er hatte natürlich Sicherheitsbedürfnisse geltend gemacht, auf die der Westen nicht eingegangen ist, aber das rechtfertigt sein jetziges Vorgehen überhaupt nicht. Die völkerrechtswidrige Aggression, der völkerrechtswidrige Krieg wird zu Toten und Leid führen. Und das ist durch nichts, wirklich durch gar nichts gerechtfertigt. Politik. Der Krieg in der Ukraine dürfte auch zu neuen Fluchtbewegungen führen. In Köln hat man ja erst vor kurzem beschlossen, Massenunterkünfte und große Einrichtungen zu schließen
um geflüchtete Menschen würdig unterbringen zu können. Das könnte sich nun verzögern. Möglicherweise werden die großen Unterbringungsmöglichkeiten kurzfristig wieder gebraucht. Maike Felden aus unserem Podcast-Team zur aktuellen Lage. Seitdem Russland die Ukraine angegriffen hat, wird damit gerechnet, dass tausende Flüchtlinge auch nach Deutschland kommen könnten. Die UN spricht derzeit von 100.000 Flüchtlingen in der Ukraine. Polen und Rumänien bereiten sich auf die Aufnahme von 1 Million bzw. 500.000 Flüchtlingen vor. Niemand kann derzeit sagen, mit wie vielen Flüchtlingen Köln rechnen muss. Oberbürgermeisterin Henriette Reke hat Flüchtlingen aus der Ukraine die Unterstützung der Stadt zugesagt. Das Wohnungsamt teilte am Freitag mit, dass die Stadt sich darauf vorbereite, die Reserveunterkünfte mit 1.500 Plätzen, die für Flüchtlinge vorbehalten werden, wieder zu öffnen. Die Unterkünfte können offenbar schnell reaktiviert werden. Ein Problem scheint es aber zu sein, auch das entsprechende Betreuungspersonal zu finden, wie der Leiter des Wohnungsamtes Josef Ludwig im Runden Tisch für Flüchtlinge sagte. Fraglich ist, wie man aufenthaltsrechtlich mit den Ukrainern umgeht. Derzeit dürfen sie 90 Tage ohne Visum nach Deutschland einreisen. Dafür benötigen sie allerdings einen Reiseausweis mit biometrischen Daten, den nach Angaben des Kölner Flüchtlingsrats nur 40% der Ukrainer haben. Wer das nicht hat, muss ein Visum beantragen. Ein Problem ist, dass die deutsche Botschaft in der Ukraine derzeit nicht arbeitsfähig ist und somit keine Visa ausstellen kann. Fraglich ist auch, was passiert, wenn die 90 Tage rum sind. Das Ausländeramt signalisiert, dass man unbürokratisch eine Verlängerung akzeptieren könne. Gesprächsbedarf gibt es aber auch beim Thema Unterhalt, für den die Geflüchteten eigentlich selber aufkommen müssen. Möglich wäre, dass Ukrainer einen Asylantrag stellen oder subsidiären Schutz. Ähnlich wie Menschen, die aus Syrien geflohen sind. Allerdings müssten sie nachweisen, dass sie wie in Syrien als Zivilpersonen vom Krieg bedroht sind. Alle Infos zur Entwicklung in der Ukraine finden Sie auch auf ksda.de. Wir haben einen Live-Ticker eingerichtet. Hier erfahren Sie auch, was man tun kann, wenn man helfen oder auch nur seine Meinung sagen möchte. Zum Beispiel bei der großen Friedensdemo am Rosenmontag. Das war's für heute. Die Zeiten sind schwierig, denn zu allem kommt ja auch noch Corona. Der Moderator dieser Sendung grüßt Sie aus der häuslichen Corona-Quarantäne. Das macht alles wenig Spaß. Trotzdem, ich bleibe dabei, Krisen bekämpft man nicht mit Trübsal und Angst, man braucht viel mehr Mut und Lebensfreude. Und in diesem Sinne kann man auch guten Gewissens und ganz bewusst in diesen Tagen ein leises Alarv rufen. Mein Name ist Helmut Frankenberg, machen Sie es gut. Stadt mit K, News für Köln, der tägliche Podcast.